Willst du absteigen? Nein. Möchtest du laufen? Nee, Mann, ich gebe hier schon Vollgas. Der Express nach Hause. Guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist 8.52 Uhr am Montagmorgen, am 24. Juli. Es sind Ferien. In Berlin wird es schön ruhig, alle fahren weg und ich kann hier in Ruhe meine Arbeit machen. Guckt euch mal an, ich will euch nicht gleich den Mittelfinger zeigen, aber das Teil hier, das ist die Narbe von der kleinen Drohne, die ich am Donnerstag versucht habe, hier fliegen zu lassen. Passiert. Was liegt heute an? Sehr, sehr viele Termine. Ich kann leider auch nicht alles heute zeigen im Vlog, weil es noch nicht so weit ist und weil es nicht hierher gehört. Aber einiges davon gehört hierher, kommt aber später. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal einen 4-Stunden-Termin hier im Jukas Studio. Ein Kunde kommt vorbei, wir machen zusammen iMovie, gehen ein bisschen Schnitttechniken durch. Er macht Videos für sein Unternehmen, die er auf Facebook posten will. Und wir gucken uns mal an, wie man das machen kann. Dann muss ich zum Kunden um 14.30 Uhr. Druckerproblematiken, habe ich richtig Bock drauf. Wird aber gemacht. Um 17 Uhr ist dann, glaube ich, der nächste Termin. Ja, auf jeden Fall Termine. Gleichzeitig schiebe ich hier noch ordentlich was an. Es wird ein guter Tag, ich habe das Gefühl. 12.37 Uhr, bin jetzt mit dem Support fertig. Das heißt, es ging nicht ganz so lange wie geplant. Von 9 bis 12.30 Uhr und habe schon richtig viel geschafft. Es wird so groß, es wird groß. Ich weiß nicht, ob es groß wird, aber ich stelle es mir im Kopf so vor. Ich habe jetzt gleich ein Treffen mit einem sehr bekannten YouTuber. Ich kann ihn leider hier nicht im Vlog zeigen, weil er auf so einem kleinen Kanal wie meinem stattfinden sollte. Ja? Außerdem klaut er mir hier auch mein Rampenlicht und das wird mein Ego nicht überstehen. Nein, ich treffe mich jetzt gleich zum Mittagessen mit einem anderen YouTuber. Hallo, hier ist Jay. So, Freunde, geht weiter. So, gerade ein richtig schönes Meeting gehabt mit dem Kollegen, der auch auf YouTube ist. Wir werden vielleicht irgendwann mal was zusammen machen. War auf jeden Fall super nice, mal mit jemandem zu sprechen, der auch YouTube macht und ja, einfach sich auszutauschen, was so abgeht. Und war super nice. Super, super nice. Jetzt geht es erstmal weiter. Ich kümmere mich jetzt mal um den Drucker. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, der Drucker läuft wieder. Es gab nur einen kleinen Papierstau. Ich habe gerade noch einen Notruf reingekriegt. Muss zum nächsten Kunden. Da gibt es ein Problem mit dem iPhone und Blackberry oder so. Müssen wir jetzt mal rausfinden, was es ist. Zu mir hat gerade der Kunde gesagt, ich soll nicht immer so übertreiben. Sondern, weil ich meinte, es ist ja großartig, sehr toll. Da habe ich ihm gesagt, dass es meine Aufgabe ist, zu übertreiben, weil der normale Mensch nimmt von der Aussage des anderen immer nochmal 25%, 30% ab. Und wenn ich dann sage, es ist großartig, dann denkt er, okay, es ist in Ordnung. Weil anstatt wenn ich sagen würde, es ist in Ordnung, dann denkt er, okay, es ist ganz okay. Weil ich sehe meine Videos oder meine Vlogs als kleinen Espresso für euch, um euren Arbeitsalltag und euer Leben einen kleinen Boost zu geben, damit ihr schön viel schafft. Hallo! Emergency. Emergency. Lalalalalala.
Ich komme schon wieder in so einen Speed rein heute, wo ein bisschen der Wahnsinn einsetzt. Von Bimmel die Bammel ins Gebimmel, Gebummel. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, mein Lieber. So, Delay, Delay, wir konnten es klären. Ich habe auch noch ein Buch geschenkt gekriegt. Der Kunde hat mir ein Buch geschrieben. Und das kommt erst im September raus. Ich werde das aber jetzt schon mal lesen. So, jetzt geht es nochmal schnell ins Büro. Und dann haben wir um 17 Uhr den nächsten Termin. Das, also die günstigere Variante ist im Prinzip die alte oder die Festplatte, die du jetzt drin hast, die langsamere. Die kann, ich sag mal, die ist von der Geschwindigkeit her ein bisschen schneller als wie er jetzt ist. Und die teurere, das ist eine SSD, das ist so eine Platte wie die, die du im MacBook Air hast. Und die ist halt ungefähr 6 bis 8 Mal schneller in der Verarbeitung, also der Daten. Ich wollte dir noch eine Sache zeigen, die vielleicht. Viele nicht kennen und wo ich auch öfters Fragen von Kunden habe. Und zwar, wenn die zum Beispiel ein Bild verschicken wollen oder aus irgendeiner Applikation an ihre Fotos in der Fotosmediathek kommen wollen, dann gehen sie in der Regel ins Fotosprogramm, Ablage exportieren oder ziehen das Bild daraus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und die kennen viele nicht, wenn ihr zum Beispiel hier eine Mail habt, dann geht ihr hier oben auf dieses Zeichen, scharf stellen, so, und dann geht ihr ganz nach unten und da gibt es den Punkt Fotos. Und da geht ihr drauf und jetzt wird automatisch auf meine Bilder zugegriffen. Und ich kann jetzt hier einfach ein Bild auswählen, das markiere ich mir einfach, sage Datei wählen und die Datei wird jetzt automatisch in dieser Mail angehängt. Diese Funktion gibt es aus allen Programmen heraus, die irgendwie bei Apple laufen. Also wenn ihr irgendwas verschicken wollt und auf eure Fotos zugreifen wollt, dann könnt ihr immer über diesen Punkt gehen. Wie gesagt, nur falls ihr es noch nicht kennt. Freunde, 19 Uhr, wir haben alles geschafft, beziehungsweise alles, was wir für heute schaffen wollten, ist ein Mac Pro, der quasi einmal komplett von Null eingerichtet werden muss, neue Systeme drauf gespielt und dann aus dem Backup wieder hergestellt, aus einem clean Backup von einem anderen Rechner, der sauber läuft, von dem Kunden. Und morgen früh um 10 machen wir das Feintuning von dem Ganzen. Das heißt, we sind on time und jetzt sehe ich endlich Alina wieder, beziehungsweise sie ist ja wieder da. Shoppen gerade Abendessen im Kochhaus. Hm? Du bist doch die Weinkennerin hier. Oder Kaiser Otto, was hältst du von Kaiser Otto? Oder was ist mit dem Weißwein? Hier steht zügig vorbereitet. Das ist vegetarisch. Lass das hier nehmen. Aus dem Vorrat haben wir Weißwein. Ja. Weißwein. Ja. Der steht unten. Wenn du ihn nicht weggeschmissen hast. Das passiert nämlich auch mal gerne. Was ist denn los? Was verdrehst du denn die Augen? Nur weil ich ein bisschen flirte? Ja, wir wenigstens flirten. Sehr. Was war denn das? Das ist einfach nur. Was? Komm. Spring auf! Spring auf! Jojo, der Ritter, fährt seine Prinzessin nach Hause. Was tut weh?
Ey, pass doch mal auf, du kannst doch nicht deine Füße da unten abstellen. Willst du absteigen? Nein. Möchtest du laufen? Mann, ich gebe hier schon Vollgas. Der Express nach Hause. Reiß dich jetzt mal zusammen. Andere fahren ihre Freundin gar nicht. Die sagen, nimm einen Bus. Nimm einen Bus. Andere haben auch. Du kannst auch mal die Romantik in dieser Sache sehen, aber was soll ich sagen?